Ja. Hier bin ich wieder. Und wir machen weiter mit Leap Hole. It's not a bug, it's a future. Und wir bauen hier das nach oben. Auf diese seltsame Art und Weise. Und nehmen das... Upsa. Nochmal von vorne. Ja, was sie hiermit meinen, ist, es ist kein Bug, es ist ein Zusatz, also ein Feature, ein Zusatz. Das, damit meinen sie dieses seltsame Abbauen der einzelnen kleinen Gubärchen und sozusagen das Hinübertransportieren der anderen Gubärchen. Ja, und auf diese Art und Weise werden halt eben mehr Gubärchen eingesammelt. Damit meinen sie, es ist kein Bug, das ist ein Feature. Es funktioniert ja anscheinend auch sehr gut. Damit haben wir den ersten Level mehr oder weniger gut fertig bekommen. Und wir haben eine Pfeife gefunden. Sie sind fasziniert von dieser Musik. Weiter mit Beauty and the Electric Tentacle. How did she get up there? Diese Musik ist immer so ein wenig, die macht einen Angst, zumindest mir. Und diese süße Kleine muss jetzt irgendwie hier rüberkommen. Wollen wir mal sehen, ob wir das hinbekommen. Und zwar geht das auf diese lustige Methodik, dass wir so erstmal die Brücke zu einem vollführenden Ende bauen. Und zwar, das machen wir jetzt einfach mal. Ich versuche jetzt mal dabei ein bisschen... Ich merke auch schon, ich rede auch gar nicht so viel, aber ich habe auch nicht so viel zu erzählen. Mir geht's in letzter Zeit absolut dreckig. Und eigentlich will ich auch echt nur noch sterben. Alles läuft scheiße bei mir. Und ich muss jetzt diese blöde Gooball-Dings hier hinüber befördern. So, beweg dich. Beweg dich, du Scheißteil. Oh Mann. Upsa, und da rollt sie auch schon. Und sie rollt in ihr Verderben. Hoffentlich nicht. Denn das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass sie in ihren Verderben hineinrollt. Denn das Verderben bin ich. Ich bin ihr Verderben. Und... ja, das war gerade ein Fehler. Oder das war kein Fehler. Oder es war ein Fehler. Aber es war noch niemals so knapp. Oh. Oh Mann. Ja, das ist ganz lustig. Wo will er denn hin? So, nochmal. Da bauen wir noch einfach einen hier ran. Oder ja, zwei. So, zwei klingt gut. Zwei klingt besser. Und dieses blöde Teil muss jetzt irgendwie hier rüberkommen. Und es hat funktioniert. Ah, schön, sowas. Jetzt ist es zerfällt. Oh, was ist so. Also, ja. Na gut. Jetzt müssen wir nur noch alle einsammeln. Ich mag diese Physik von diesem Spiel. Das ist immer so verwirrend. Ich musste jetzt erst noch kurz was trinken. Ja. Mit diesem Mann geht's zu Ende. Whistler. Lerne, wie es geht. Hier oben sehen wir ein gewaltiges, seltsames Ding.
Und das funktioniert auf solche unbestimmbare Art und Weise, dass die Grubelchen, wenn sie das hören, die Pfeife, auch zu der Pfeife hinwollen. Und so dreht sich der ganze Mechanismus um. Die Grubelchen verlagern ihr Gewicht und es kommt zu diesem süßen Vorfall. Ja. Aber Hauptsache, es passiert heute noch was. Na, wollt ihr noch damit haben wir es geschafft. Wir haben den nächsten Level gemeistert. The Red Carpet. Hier sehen wir einen seltsamen Mechanismus. Hier rein muss dieses das Ganze. Und daher werden wir jetzt hier erstmal eine kleine Brücke, ein kleines. Wenn wir hier jetzt erstmal dieses Ding zu Ende bauen. Oh, fall mir bloß nicht um. Okay, und hier bauen wir jetzt nur noch ein großes Ding aufeinander, damit der Schalter nach unten befördert wird. Durch dieses simple Schalter-Systemprinzip werden wir gleich den Gooball, ich meine, die kleine Prinzessin Gooball oder was das da ist, ganz einfach nach nahezu ihrem Zielpunkt befördern. Und es funktioniert. Und da kommt sie auch schon. Die Miss Fantastic. Zack. Und tschüss. Breche nun ein in schönere Gefilde. Und so haben wir durch diesen süßen Mechanismus es geschafft, sie auseinanderzubauen. Und jetzt müssen wir nur noch in die Höhe. Es geht in die Höhe. Hoch hinauf. Diese Grubelchen haben einen Traum. Und nur ich kann diesen Traum erfüllen. Mehr oder weniger. Noch einer, ein einziger. Ja, nein. Der Turm ist zusammengebrochen. Jetzt haben wir es geschafft. Exakt. Und hier kommen wir nun zum letzten Level. Ich sage, wir machen hier eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.